So, hallo und herzlich willkommen zu Railway Empire. Die Coco ist auch wieder am Start hier. Na Kleine, legst du dich daher? Und ich will heute das Szenario Rocky Mountain Bergbau starten. So, schauen wir mal. Na? So. Baut schnell und hat okay. Genug gesucht. Sie sind fündig geworden. Du solltest mich aus. Zusammen werden wir sie alle bezwingen. Okay, dann schauen wir mal. Niedrigere Gleisbaukosten. Höhere Kosten für Tunnel und Brücken ist, glaube ich, für ein Bergszenario nicht gut. Brauchen wir noch ein bisschen Bedenkzeit? Was fällt Ihnen ein, mich hier so warten zu lassen? Weniger Einnahmen. Vollkommen planlos, wo war ich? Okay, das Aufwerten von Betrieben kostet 70% mehr. Lokomotiven wären günstiger. Wartungsgebäude umsonst. Na los, Zeit ist Geld. Warum sollten wir fair sein, wenn wir gewinnen wollen? Okay, Passagierpost. Ist meine Uniform nicht fabul? Meine Evaluation des Bewerberfeldes zeigt, dass ich die richtige Wahl bin. Ich werde wieder mal ihn nehmen. So. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Okay. Ja, ich glaube, hier in dem Szenario habe ich eh noch nicht so oft gespielt, beziehungsweise diese Karte. Wie viel Kohle haben wir? Schauen wir mal durch. So. Ich habe mich nur gewundert, dass ich keine Rede am Anfang bekomme. Okay, ja. Wir müssen eher mal Bahnhöfe bauen. So wirst du gleich aufgeregt, wenn hier gebaut wird, Kleine. So. Ich mache das gleich so. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Wie richte ich denn aus? So. Wartungsgebäude ist hier etwas knapp, das werde ich lassen. So, nicht Wartungsgebäude, diese Wartungsstation. So. Dann machen wir gleich Gleise in beide Richtungen. So. So, in beide Fahrtrichtungen und verkehrt, so, und Stops und natürlich ein Versorgungsturm. So, dann würde ich sagen, wir schicken, okay, hier gibt es gar keine Fabriksgebäude, oder? Würde es
Bier, also Getreide für Bier geben. Stoffe, es wäre gar nicht schlecht, wenn man dann hier runterbaut. Okay, hier ist schon Fleisch, hier Bier. Okay. Muss so nahe hingehen, dass das angezeigt wird, ist. Okay, komisch. Ich bild mir, also ich habe jetzt schon ein paar Wochen nicht gespielt, aber ich bild mir ein, dass das einfach so angezeigt wurde immer. Also ohne, dass man drüber fährt. Aber vielleicht täusche ich mich auch. So, wen haben wir hier? Old Maud. Nur die Old Maud haben wir für Fracht. Ich mache trotzdem eine nur für Passagiere und Post. So. Und einen, der hier so automatisch, der automatisch beladen werden soll, der nimmt er halt. Es ist nun 40 Jahre her, dass wir mit Gleisen die Rocky Mountains überquert haben. Dieser Streckenabschnitt stellt immer noch die höchsten Ansprüche an Mensch und Maschine. Nun hat man weitere Bodenschätze in dieser Region gefunden. Doch um sie abzubauen, müssen zunächst neue Wege erschlossen werden. Okay, lesen wir nochmal die Aufgaben durch. Okay, Frachtwaggons zu den Städten. 1910. Okay. Casper oder da müsste man halt den Fluss überbauen, was schon etwas teurer ist. Casper, hier hätten wir Eisen. Eisenrinder. Bin mir nicht sicher, wohin ich zuerst bauen soll. Ich werde, Entschuldigung, glaube ich mal nach Süden ausbauen, was dort Stoff, also Baumwolle gibt, Getreide, was wir brauchen könnten in der Anfangsphase und dann hierhin wegen diesen Kohle und Erz. Ich glaube Kohle und Erz, Kohle und Eisen. So, ich glaube, so ist das hoffentlich vernünftiger. Bahnhof und Stellwerk, so. Ich glaube nicht, dass das hier freigeschalten wird mit der Zeit. Da mache ich aber die Wartungsstation. Jetzt juckt meine Nase, weil ich überall Katzenhaare habe. So, ja, die Kohle schrumpft. Aber ich will das halt gleich vernünftig ausbauen, weil sonst... ja, funktioniert das nicht richtig, dann müssen die Züge wieder vor der Stadt warten, wenn man das nur eingleisig macht. Schauen wir, dass diese Brücke hier nicht zu teuer wird. So.
zumindest ein bisschen genauer. Ist zwar die Steigung leicht erhöht, aber sie ist nicht extrem. Das geht dann schon. So. Und Züge natürlich brauchen wir. Hier brauchen wir dann eh keinen Turm. Okay, der Zug ist voll. Ups. Oh, ich habe keine Wartungsgebäude gebaut. Ich habe es zuerst gesagt, aber ich habe sie nicht gebaut. Ich hoffe, dass das eine vorerst reicht. Wie kriege ich das hier weg? Okay, das war nur ein Tipp. Das, schau dir das an, hat er doch deinen Bahnhof hingebaut. Okay, wir brauchen hier Rinder. Wird dann hier so eine Schleife praktisch herumbauen, aber jetzt mache ich hier nochmal einen kleinen Bahnhof vorerst, bis ich mehr Kohle zusammen habe. So. Und ich werde das leider auch nur eingleisig schaffen. So. Ups, 51. So. Ja. Muss ich kurz warten. Schwierig. Ich werde den Hohn nehmen, so. Und ja, bis nach Casper werde ich es leider nicht schaffen. Aber das hier mal machen.
Ich überlege, ob ich hier... Na, Warnlage ist, glaube ich, noch zu früh. Dann nehme ich den doch hier weg. Mach gleich einen bisschen größeren Bahnhof hin. So. So. Brauchen wir das hier? Und hier. Genau. Das können wir uns jetzt leider nicht leisten, eine Weberei oder so. Wie viel würde das kosten? Schauen wir mal. Okay, da werden direkt Schneidereien draus gemacht. Papierwerk. Ah, hier oben wird's Holz geben. Ehrlich gesagt. Da gibt es hier nichts Interessantes, weil ich weiß nicht, ob das Holz von ihr geliefert wird. Das Holz. Na, ich glaube, das funktioniert nicht so. Schau dir den an. Getreide müssten wir liefern. Mais. Okay, Getreide wäre gut. Hat mir der da schon die Wege zugebaut? So. Ich wollte zwar nicht, aber ich werde noch eine kriegen. Tita aufnehmen, so. Und da einen ordentlichen Getreidebahnhof, also das Getreide hier anschließen, so. Dieser Landbetrieb war doch bereits in meinem Streckennetz. Mal hier, so. So, Moment. Ich mache hier lieber nur Fracht, wenn ich dann die... Ich vergesse das immer wieder, aber wenn ich dann die Züge hier austausche, will ich halt die Option Fracht auswählen. So. Dass ich sie durch modernere Frachtzüge ersetzen kann. So. Weil dann verdopple ich hier den Zug. So.
hier mache ich auch eine Wartungsstation drin. Jetzt muss ich kurz warten. Wo haben wir hier? Haben wir überall Getreide? Innovationspunkte haben wir noch nicht. Oh, der fährt leider wieder zurück. Wird das Bier nicht mitgenommen? So, Foster Farm. Hier nur Fracht. Das war jetzt nicht gut. Sind das hier alle Züge, die ich habe? Habe ich keinen? Und dann war aber nur den. Okay, na, da fehlt noch ein Zug. Muss kurz warten. Der das Bier eben hier hin transportiert. Obwohl, die haben Bier. Jetzt geht's. Da oben haben wir Cheyenne. Brauche hier einen Zug. Okay, da mache ich vielleicht einen zweiten. So. Genau, der da ein bisschen was mitnimmt. Und hoffentlich wird das jetzt hier angenommen. Ach, die haben hier mehr als genug Getreide. Dann war Cheyenne. Oh, Innovationen. Wir haben aber nur 120 im Moment. Ja, das dauert noch ein bisschen. Hier wird gewartet. So, und eine Getreidelieferung noch weiter nach Norden. So, nach Cheyenne. Ja, Getreide lasse ich jetzt hinschicken. Sollte jetzt hoffentlich ein bisschen helfen. So, Holz bräuchten alle, dürften wir keins in der Nähe haben. Ja, Getreide haben wir mehr als genug, Holz fehlt uns. Neue Industrie bräuchten wir hier. Ja, es geht halt nur Papier. Moment, ich mach kurz die Tür zu. Ich glaube, die Waschmaschine ist zu laut. So.
So, jetzt geht's weiter. Die Frage ist nur, wie wir jetzt weitermachen. Am Anfang ist das immer ein bisschen schwierig hier, finde ich. So. Okay, okay, schauen wir, wie voll die Züge sind. Stadt hier wächst. Schau mal, wo es hier Holz gibt. Ich meine, hier gibt es überall Wälder, da müsste es doch Holz geben, aber ich sehe hier keins. Hier ist eins. So. Obwohl, hier ist eher eine Wartungsstation drinnen, aber es macht jetzt leider trotzdem Probleme. Yep, leider. Ja, anscheinend muss ich hier auch eine Wartungsstation bauen, so. Okay, hier ist auch nicht viel gelagert dann. Also das Fleisch wird gut verbraucht, so wie es aussieht, so. Schauen wir uns mal die Züge an. Ist jetzt noch nicht so wichtig, vielleicht bekomme ich's. Ah, na, das lasse ich noch. Schauen wir uns mal die Züge an. Muss eh kurz warten. Ups, falsch. Cheyenne wächst. Ich hätte gerne ein Papierwerk hier. Okay, jetzt kann ich nichts aufnehmen. Mach mal das hier. Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Und jetzt müsste es in Cheyenne mehr Bedürfnisse geben. Zuckerrohr, genau. Die Industriezentren der Vereinigten Staaten werden von Cheyenne und Elko aus beliefert. Du solltest die Rohstofflager in diesen beiden Städten mit Nachschub versorgen. Ja, wäre sicher gut, wenn ich das Geld hätte. Ist Elko?
Karte. Eisen und Kohle auf. Okay. Was mache ich als nächstes? So. Es ist jetzt wirklich schwierig, wo ich weitermache, weil meine Ressourcen ja ziemlich begrenzt sind. Im Moment. Damit kann ich mir halt nicht so viel leisten. Wenn ich Geld habe, sollte ich dann doch hier ein bisschen umbauen mit einer Wartungsstation dazwischen. Wenn ich dann von hier diese ganzen Sachen anschließe, damit die da durchfahren durch die Wartungsstation. So. Na. So. Den Turm werde ich hier versetzen, weiter rauf. So, jetzt muss ich eh wieder kurz warten. Da werde ich dann mehr Getreide hinliefern lassen. Aber jetzt möchte ich erst einmal hier die Züge in das Rohstofflager schicken. So. Die große kann ich mir eh noch nicht leisten. So. Nur Fracht so. Ich hoffe, dass da auch Kohle rausschaut. Ich werde den Zug einfach hier umleiten. Anscheinend wird hier, weil auch mein Konkurrent da den Bahnhof hat, eh genug hingeliefert. Das ist es gleich besser, ich liefere das Getreide wohin, wo es dann wirklich gebraucht wird. Thank you.
solch bisschen so einen Durchhänger, kommt mir vor. Das Bierlager ist auch ziemlich voll. Wie viele Züge habe ich da jetzt drinnen? Foster Farm Cheyenne, den war zweimal Cheyenne, keine. Achso, die müssen da, verstehe, umdrehen. Wartungsgebäude drinnen, dann wird der Zug hier hoffentlich gewartet. So. Probieren wir es aus. Na, da schaffe ich sowieso nicht beide. Casper zuerst. Ich will nur schauen, wie viel Kohle da circa reinkommt bei so einer Ladung Erz. Es ist, glaube ich, gar nicht viel mehr als bei was anderen. Ich könnte hier so durchbauen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, muss ich sagen. Schwierig. Baue zuerst hier zu dieser Mine aus, so. Möglichst schauen, dass ich nicht zu viel Gefälle reinbekomme. Sonst wird das Ganze unleistbar für mich. So. Ja, jetzt muss ich leider wieder warten.
Bis wann muss ich die? In 1911, das sollte sich ausgehen. Ja, ich habe hier nicht viel mehr Auswahl. Ich muss das hier machen. So. Und eine Frachtlok. So. Die Städte sind noch nicht so groß. Jetzt ist es mit den Passagierzügen, die sind halt noch nicht so voll, nehme ich an. Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Ich glaube fast, ups. Na, kann ich das nicht wegklicken? Dass ich hier noch einen Zug machen kann, schauen wir. Ja. So, dass da ein bisschen mehr Kohle reinkommt. Dann würde ich hier gern eine Wartungsstation haben. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit für das hier alles. Okay, Papier, Holz. Holz wäre halt Mais. Mais wäre auch nicht schlecht. Ich brauche eh alles, was da so wächst. Du hast schon viele Einwohner in dieser Region an dein Streckennetz angebunden. Okay, Zuckerrohr schaut gut aus, Fleisch. Okay. Zwischen Denver und Cheyenne. Okay, langsam wird es ein bisschen eng. Ich glaube fast, dass ich hier bald ein Warndepot bauen kann oder muss.
Okay, die erste Aufgabe haben wir erledigt. Sieht's aus zwischen Denver. Okay. Ich werde dann in Cheyenne ein Warndepot hinbauen. Oder lieber hier ausbauen. Es staut hier leider schon etwas. Mache ins Warndepot plus Stellwerk. So. Und hier Flash und Erz mal, Eisenerz, so. So zu Beginn. Jetzt habe ich halt leider nicht so viel Geld, muss ich sagen. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen... Ist jetzt nicht schön. So. Ist jetzt der Zug irgendwie verschwunden? Das ist jetzt nicht gut. Genau. So. Du wirst hierhin umgeleitet. So. Passt. Und dann brauchen wir hierüber eine Zugverbindung. So. Und jetzt mache ich das hier. Das ist eine kleine Teil und habe mich schon vertan. So. Alter. Bin ich doof? So, auf das Gleis. Und hier, so, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es so. Und da werde ich jetzt hier diese Züge umleiten. Harris sucht hierhin. Harris sucht hierhin. Und ich dachte, ich habe eigentlich drei Züge.
Okay, offensichtlich nicht. Doch so. Am Anfang gibt es dann immer so ein paar Verwerfungen, wenn man hier umarbeitet. Leider. Hier habe ich eher ein Wartungsgebäude. Das muss ich dann auch noch machen, hier die Grube. Ich glaube, jetzt ist hier schon ein bisschen besser, staut es nicht mehr so extrem. Okay, die brauchen ja auch Getreide nach Denver. Ich will hier nur ein Wartungsgebäude drin haben. Bin gleich soweit. So. Okay, da waren Zinsen anscheinend fällig. Na, das wäre halt schon praktisch. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Das ist der Plan. So, jetzt ist das mal erledigt. Das hier will ich. Getreide, Getreide, Getreide. Noch mal Getreide nach Denver, so. Schauen wir mal, ob ich schaffe, dort eine Schneiderei zu bauen.
Ja, da lasse ich dabei einen Zug, weil viel mehr geht da anscheinend im Moment nicht. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Mal das so. Ich habe jemanden zu dir geschickt, damit er sich etwas umhört. Schau mal nur die an, okay. Da tut sich halt relativ wenig. Das dauert jetzt leider. Hast du den Spion nicht bemerkt? Er hat mir was Nützliches mitgebracht. Ja, Denver Giants sollte ich doch einen Zug noch machen. Denver. So. Ach, stell dich nicht so an. Ein bisschen schlechte Presse hat noch niemandem geschadet. So, das ist das hier, okay. Das lasse ich mal. Da wird's halt schon eng, die Situation. Leider. Was nicht gut ist. Okay, die brauchen Fleisch hier, das mache ich nachher. Ich will da unten eine Schneiderei bauen. Das haben wir jetzt dann eh gleich. Gleich müssten wir es haben. Ah, wieder anscheinend irgendein Abzug. So, aber gleich jetzt. Jetzt haben wir es.
Hier wäre dann auch Eisen, Baumwolle. Das ist dann gar nicht so schlecht, das dahin zu transportieren. Da ist eine Wartungsstation. Sehr gut. Ja, warte mal kurz. Sollen wir es so machen? Hier baust du einen Bahnhof. Nun gut, du musst deine eigenen Fehler machen. Jetzt mal kurz warten und dann gehört uns die Prämie und dann tue ich das wieder weg. Weil ich das, glaube ich, erst etwas später brauchen werde. So. Ja, die Zinsen. So. Hier beginnt es halt zu stauen langsam. Bis jetzt können wir es gleich bauen. So. 192, das heißt, das Geld habe ich halt leider nicht. Leider, großer Bahnhof. Ich mache mal einen Bahnhof. Bahnhof plus Stellwerk, so. Hier baust du einen Bahnhof. Nun gut, du musst deine eigenen Fehler machen. So. Jetzt muss ich kurz, Moment, mein Auge tut auch weh, kurz warten, bis ich mir die Lok leisten kann. Kann ich mich mal vielleicht um die Bedürfnisse meiner Städte besser kümmern? Alle an Bord! Los geht die wilde Reise! Nach hier hin. Schauen wir mal. Ja, da kann man gleich einen zweiten Zug machen. Dauert noch ein bisschen. Entschuldigung.
Gibt's eh einige Züge schon. Aber ich werde noch eine machen, sobald ich es mir leisten kann. Ist jetzt nicht so aufregend. Die Bereiche muss ich ja auch noch ordentlich ausbauen. Papier und Fleisch. Okay, da kann ich noch einen Zug machen. Langsam kommt ein bisschen mehr Kohle rein, was eh sehr gut ist. Mais, Mais, Mais. Dann werde ich den Bereich hier dann machen. Das wäre auch nicht schlecht, zusätzlich Eisen. So. Warte hier noch kurz und dann baue ich hier dazwischen eine Wartungsstation. So als zentraler Punkt, wo ich alles anschließe. Es ist natürlich... So. Ich mache das jetzt nur mal so provisorisch. So. So, dann machen wir das alles schöner. Genau. Ich weiß, ich wollte da ursprünglich eigentlich... Ich will das nur weg. Keine Wartungsstation, aber ich glaube, es bringt mir hier schon was. So. Wartungsstation. So, ein bisschen so runterversetzt. So.
So. Und mal das hier so. Schritt 1. Denn war. Ich hoffe, dass das funktioniert. Neue Jackson-Grube Bahnhof. Dann vielleicht eher so parallel. Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Dieser Meinung bin ich nicht, aber schauen wir mal. So. Okay. Dann kommt dann hier dann noch das Eisen hin. Kohle, Entschuldigung. Ich sag nie Kohle, ich sag Eisen, weil ich kenne Eisenerz eher so als schwarzes Material, aber so ist es halt. So, jetzt ist. Also im Spiel ist es schon verrostet, sagen wir es so. Und jetzt, genau da ist dieser Zug, der hat sich irgendwo, hat seinen Weg verloren, sagen wir es so. So. Da brauchen wir dann noch hier das. Die werden jetzt alle hier gewartet, mal die Züge. Schauen wir mal, wer die Kleidung braucht. Okay, ist eh gut, dass ich hier eine Schneiderei habe. So, Zuverlässigkeit, das will ich. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen warten. So. Das ist natürlich hier gut. Muss ich leider wieder ein bisschen warten, weil ich will die beiden mit einem Bahnhof haben.
Ja, hallo. Moment. Ich hab's in die Beschreibung geschrieben. Moment kurz. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Also, ich mache das Szenario Rocky Mountain Bergbau auf schwer.